Hey Internet und YouTube, zurück bei Witchy. Ich möchte gar nicht erzählen, was im letzten Part mit ihr passiert ist. Gescheite Kriege gibt es nicht. Gescheite Kriege gibt es nicht. Das sagte ich gerade. Vielleicht weißt du, was ich unserem wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankerte zeugen und keine Kriege vom Zaun brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankerte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, dass... Ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Foltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Dieser Traum. Die Speer wollen ein Drachen gesichtet haben. Hast du etwas über den Attentäter erfahren? Der Traum. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die wilde Jagd. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher. Alright. Es ist Zeit zu gehen. Was ist mit dem Attentäter? Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Er hatte Katzenpupillen. Du meinst, dieser Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst, Nebeldunst. Du reimst wie Eminem. Okay, es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Alright. Neue Questphase! Rufzeichen des Königs Wille. Gehe zu König Foltest. Wow! Was war das? Willkommen im Prolog von The Witcher 2. Dieser Abschnitt des Spiels macht dich mit der Geschichte, deren Hintergrund und den grundlegenden Spielmechanismen vertraut. Wir wünschen dir einen Riesenspaß, das CD-Projekt. Team. Linke Maustaste. Okay, leb wohl. Ich komme später zu euch. Okay, gut. Tutorials. Zu verschiedenen Hinweis. Du kannst jederzeit über das Tagebuch auf die Tipps zugreifen, indem du. J. Alright. Das war der Kerker, der Königsmörder. Okay, gut. Orte. Charaktere. Hello. Monster. Okay, noch keine Tutorials. Ah, okay, gut. Interesting. Alchemie. Krähe. Braunöl, gut, Schwert, oder? Genau, das war Schwert. Gut, Katze, auch gut. Okay, Escape. Zieh dein Schwert. Oh Gott. Ich kann speichern. Oh mein Gott, die beste Errungenschaft. Hier und wieder. F5. Wo ist meine F5-Taste? Spiel gespeichert. Nun kann mir nichts mehr passieren. Schnellzugriff. Rufe mit S3G den Schnellzugriff auf. Hey,
Hexer, Silberschwert. Langschwert. Gut, das Ding. Okay. Die Monster kommen wahrscheinlich erst später, deswegen brauchen wir noch kein Silberschwert. Oh. Okay. Gehe zu Gehörheit. Es tut mir leid, aber ich möchte mich hier auch ein wenig umsehen. Sehen wir die... Okay, warum stockst du wieder, mein Freund? Ah, durch die Pop-Ups verwendet das Medaillon und behält diese Monsterorte eine Weile um sich wieder... Okay, gut, gut. Minikarte, okay, okay. Befindet die Minikarte, die gelbe Markierung zieht die Richtung an, in der du die aktuelle Quest weiterverfolgen kannst. Hinweis, drücke M, um die Karte anzuzeigen. Wow! Wow! What the? Mother F! God! Geralt, aktuelle Quest, Handwerker, alright. I see, I see. Oh Gott, so viele Infos. Willst du einen interaktiven Gegenstand hören? Stell dich davor und drück die entsprechende Taste. Was ist die entsprechende Taste? Wie geht's? Nicht nach Beute und Weibern, sondern überleben. Suchst du den König? Ich bin Soldat. Kein Durchgang. Geh zur Volltest, Geralt. Ich gehe doch. Fischvolk könnt ihr niedermachen. Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter. Wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ganz offen, Majestät. Ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit zum Hey, Zieder. König, hey. Oh, wow. Grandios. Endlich. Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Hey, nicht nur geschwatzt. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Die kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was hört Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das haben, gibt keiner mehr. Okay, okay, okay. Die Musik ist... Sound. Okay, Musik. Ich verstehe kein Wort, was die quatschen hier. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt ist. Verzeih, Exzellenz. Aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und dem Punkterfelsen. Norman sagt. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sador, für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Alright. Ziele auf den Punkt deiner Wahl und drücke linke Maustaste, um zu schießen. Yes! Gib mir das Ding! Gib mir! Gib mir! Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal hat der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder. Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück. Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich es einfach. Kommt ja nicht in Frage, dass eine Bande auf...
aufmüpfige Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben vollkommen recht. Ada lebt nicht mehr. Ich habe keine anderen Kinder. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet, Gesandter. Kehr in dein Zelt zurück. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist er schon gekommen. Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich doch. Natürlich. Mehr war nicht drin. Ich wusste doch, dass du einer der Unsrigen bist. Na. Was die Leute reden, schert mich einen Rattenschiss. Wie bei Ada. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Nichts. Nichts Neues, Majestät. Ein ganzer Monat ist schon verstrichen, aber wir wissen kaum mehr als zu Beginn. Diese ganze Untersuchung führt zu nichts. Meine Leute haben auch nicht viel Ahnung. Aber wir finden die Schuldigen, das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Schuld. Bleib bei mir. Später kannst du deiner Wege gehen. Sehr großzügig. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Was ist denn da los? Oje, Graf Edgeberry! Hier, Hexer! Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Noch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon! Wie viel höher? Oh Gott! Ich muss rechnen. Und zwar der mit dem... Ach so. Mit dem roten? What is going on? Hier, einfach hier hin. 3 Grad. Das wird schon passen. Ich bin mir 100%ig sicher. Oh Gott! Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer! Ihr habt das Ding falsch eingestellt. Ich machte alles richtig. Oh, Gott. Neue Quest für das können wir voll geben. Ohoho. Spiel gespeichert. Ob wir folgen dem König sofort, aber im nächsten Part von The Witcher 2. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.